Jo, Drixmodion, vorab wollte ich noch sagen, dass das hier, das ganze Video hier, vom Psyok gemacht wurde als Gastupload, da ich eben jetzt gerade nicht mehr da bin, die nächsten paar Tage. Aber das Ganze startet natürlich wieder am Freitag oder Samstag, kommt wieder ein Video, also jedenfalls von mir, ne? Also, wenn ihr wollt und mich überraschen wollt, könnt ihr dann wieder einschalten, ich weiß ja nicht. Es wäre richtig cool, wenn eben ihr immer, ja, euer Ding durchzieht, ihr einfach da vorbeischneidet, ihr wisst Bescheid, ne? Euch natürlich überlassen, ne? Dann würde man sagen, viel Spaß mit Psyoks Werk. Ciao, ciao. Hey Leute, mein Name ist Psyok und ja, ganz genau gehört, mein Name ist Psyok und nicht Dreckskobold. Denn Freunde, der liebe Dreckskobold ist für die nächsten Tage erstmal nicht anwesend. Das heißt, er wird, glaube ich, die ersten 3-4 Tage keine Videos mehr machen können, weil er einfach nicht zu Hause ist. Und ich hoffe, das Ganze ist nicht allzu schlimm für euch, dass ich ihn jetzt sozusagen vertreten muss. Denn Freunde, er hat mich die letzten Tage gefragt, yo Psyok, kannst du mir mal vielleicht ein Video machen? Beziehungsweise kannst du mir einen Gastupload machen, da ich ja erstmal nicht da sein werde. Und ich will ja meinen Abonnenten nicht einfach so ohne Video, beziehungsweise einfach so ohne Info dalassen. Und genau deswegen mache ich das einfach einen Gastupload für den lieben Luca und erkläre euch dann sozusagen damit, was hier los ist, beziehungsweise warum der liebe Luca nicht da ist. Denn er hat sozusagen eine kleine Projektwoche, also er kann erstmal keine Videos machen, da er einfach die ganze Zeit unterwegs sein wird, beziehungsweise er wird halt einfach irgendwo seine ganzen Projekte erledigen und so. Ich hatte nicht so viel Ahnung, ich habe jetzt nicht irgendwie besonders nachgefragt, aber ich glaube, es reicht auch einfach, dass ihr wisst, dass er erstmal nicht zu Hause sein wird. Wir müssen halt erstmal gucken, dass wir hier diesen Typen killen können, denn ohne Rüstung mit dem Geisterkit ist das Ganze eigentlich schon ziemlich schwer und er weiß schon, dass einer mit dem Geisterkit auf der Insel ist, deswegen müssen wir gucken, dass wir irgendwie den killen können, ohne dass er uns angreifen kann. Oder Freunde, wir bauen uns einfach hier weiter, das wäre eigentlich auch eine Möglichkeit. Er muss nur irgendwo hier drauf springen, so zack Freunde und oh shit, okay. Er hat uns schon ein paar Mal gehittet, aber nicht allzu oft. Und kriegen wir den? Ja, wir haben ihn gerade noch so bekommen mit einem Herz, Freunde. Mit einem einzigen Herz haben wir ihn noch sozusagen gekillt. War mega knapp, aber auch ein bisschen riskant von uns, ne? Denn ich weiß auch nicht, warum ich einfach straight in ihn reingelaufen bin. Aber im Endeffekt hat das Ganze ja ziemlich gut geklappt. Und da sehen wir auch schon den zweiten Gegner am Kommen. Deswegen nehme ich mal kurz einen Goldapfel und versuche mich dann hier irgendwie noch zu verstecken, dass er mich nicht angreifen kann. Okay, er weiß auf jeden Fall, dass jemand mit dem Geisterkit hier ist. Aber Freunde, er weiß nicht, dass wir direkt neben ihm standen und ihn somit runtergekickt haben. Ich weiß, das Ganze hat nicht wirklich viel mit PvP zu tun, beziehungsweise allgemein mit Skill, aber für alle, die es nicht wissen, ich bin nicht der beste PvPer oder so. Ich bin nicht so, deswegen ist dieses Geisterkit eigentlich wie gemacht für mich, ja? Es wurde mir sozusagen in die Wiege gelegt, dass ich mit diesem Geisterkit einfach mal ein paar Leute hier kille. Und gleich ist der Effekt leider auch schon weg. Das heißt, gleich werde ich also so spielen müssen wie alle anderen. Nur halt, dass ich da sozusagen kein Kit habe. Und die anderen haben immer noch ihre Vorteile vom Kit. Was auch wiederum das Schlechte an dem Geisterkit ist. Eine weitere Nebensache ist halt, dass man keine Rüstung hat. Aber ich glaube, wenn man sich ein bisschen schlau anstellt, dann kann man auch ohne Rüstung ein paar Leute killen. Aber ich glaube, wir kommen mal wieder zum Thema. Und zwar, wie geht's denn jetzt weiter auf Lukas Kanal, ja? Denn leider werde ich erstmal halt nur ein Video für Luca machen können, da ich ja selber noch einen Kanal betreibe und somit halt selber noch Videos machen muss. Das heißt, ich kann halt nicht jeden Tag für Luca einen Gastupload machen. Aber Freunde, ich kann euch versprechen, es wird noch ein zweites Gastupload kommen. Zwar nicht von mir, aber von einem ziemlich großen Gast, den ihr wahrscheinlich auch alle kennen werdet. Und ansonsten würde ich mal sagen, wir versuchen jetzt mal mit diesen Enderperlen noch irgendwie jemanden zu killen. Aber die Map ist ziemlich groß, was auch ein kleines Problem sein könnte. Aber ich glaube, das Ganze wird uns trotzdem nicht daran hindern, gleich mal auf eine Insel zu gehen und versuchen, da jemanden zu töten. Haben wir noch ein besseres Schwert? Nee, leider nicht. Und dann hole ich mir gleich erstmal ein paar Diamanten. Und ach du Scheiße, wir sehen da schon die Eier am Fliegen. Ist wahrscheinlich jemand da oben, genau. Und ansonsten gucken wir mal, wo der Gegner ist. Da hinten ist er schon. Ich glaube aber, das ist nicht derselbe, oder? Nee, das ist er nicht. Denn derselbe ist hier. Er steht hier vor uns. Wir können ihn runterkicken. Und Freunde, wir haben es sogar geschafft. Er ist, glaube ich, runtergefallen. Und ja, Freunde, er ist tot. Und jetzt sind wir auch schon im Finale. Wir sind jetzt sozusagen im 1 gegen 1. Gegen jemanden, der leider eine Full-Dia-Rüstung hat. Und mit 2 Enderperlen können wir das Ganze, glaube ich, noch ein bisschen ausnutzen. Beziehungsweise wir könnten versuchen, den ein bisschen zu tricken. Und geh erstmal auf Schnitzel, ja. Und hier ist auch schon unser Schnitzel. Jetzt müssen wir halt nur gucken, wie wir den killen können. Der spielt hier schon die ganze Zeit mit seinem Feuerzeug rum. Na, mein Lieber, mit Feuer spielt man nicht. Das solltest du eigentlich wissen. Und das war auch wirklich eine Glanzleistung von dir, du. Also TNT runterwerfen ist auf jeden Fall mega stark. Damit wirst du, glaube ich, ganz unten ziemlich viel Schaden machen. Nur die Frage ist, wozu? So, Freunde, er kommt jetzt auch schon auf uns zu, beziehungsweise ich dachte, er kommt auf uns zu. Er hat es leider doch nicht getan, aber ich kann versuchen, ihn so zu kicken, habe es leider nicht geschafft und mich hinter ihn geportet. Ich glaube, er sieht uns nicht und wir könnten ihn so runterkicken, Freunde. Wir haben es... Haben wir es...
Ja, Freunde, wir haben es tatsächlich noch geschafft. Er hat, glaube ich, ungefähr 20 Minuten da rumgestanden und einfach nichts gemacht. Aber trotzdem, Freunde, haben wir ihn noch killen können, indem wir einfach die Enderperle hingeworfen haben. Mega geil. Aber, Freunde, ich würde sagen, das war es jetzt auch schon mit diesem Video. Denn liebe Luca wird in 4 Tagen wiederkommen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir wieder gerne einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, macht's gut, Freunde, habt noch einen schönen Tag. Euer Psyok.